Besucher des Yangmingberges baden ihre Füße in den natürlichen heißen Quellen. Eine sehr beliebte Aktivität nach einem Wandertag in dem wunderschönen Nationalpark. Der Vorsitzende der Taipei City Shaomao Mountain Hot Spring Association, Teng Zaiyo, sagt, dass der Berg normalerweise im September oder Oktober mehr Regen abbekomme. Doch in diesem Jahr herrsche ein extrem seltener Wassermangel. Der Klimawandel wirke sich so stark auf die Niederschläge aus, dass das öffentliche Badehaus im Tian Shan Park wegen Wassermangels geschlossen wurde. Wie der Meteorologe Qingming Peng feststellt, wurden im vergangenen Monat alle bisherigen Temperaturrekorde gebrochen. Besonders deutlich werden die Temperaturveränderungen 2023 in Analysen der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration. Neben dem allgemeinen Klimawandel hat das El Niño-Phänomen noch nie dagewesene Temperaturen verursacht. Und da es sich noch weiter entwickeln soll, wird vorausgesagt, dass die Bedingungen im nächsten Jahr die heißesten weltweit sein werden. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels erscheinen die Auswirkungen auf einfache Vergnügungen wie Taiwans heiße Quellen nicht so bedeutend. Aber für Einheimische soll es eine Erinnerung sein, das Umweltbewusstsein nicht zu vernachlässigen.